Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Cities Skylines. Ja, da haben wir hier so ein schickes Menü, ne? Optionen und sowas kennt man ja, ne? Hier ist auch der in Werkzeuge, der Selbstbaukasten sozusagen. Da kann man sich seine eigene Welt auch bauen. Wir gehen aber rein für ein neues Spiel, gucken hier mal rein, was hier so los ist. Also hier unten sind Naturrohstoffe, also Öl gibt's da, Erzrohstoffe, Landwirtschaft und Waldwirtschaft oder Forstwirtschaft, nicht Waldwirtschaft. Hier geht es ums Wasser, wie viel die Karte wahrscheinlich Wasser abgedeckt ist und welche Zugänge es gibt. Ausgehende Verbindung Autobahn, ausgehende Verbindung Zug, ausgehende Verbindung Schiff und auch ausgehende Verbindung Flugzeug. Also da hat man eine gute Anbindung und ich glaube, wir fangen einfach mit dem obersten an. Das sollte unser sein. Linksverkehr haben wir nicht. Wir sind rechts. Rockdale heißt das da. Ich, weiß nicht. Reiter, Assreiter nicht. Das hört sich doof an. Reiter. Green Plains, vielleicht Reiterfurt. Reiterstadt, Reiterfurt hört sich gut an. Wollen wir hoffen, dass da ein Fluss bei ist. Green Plains, na, die Karte würde das sagen, ne? Machen wir das doch so, oder? Und dann beginnen wir das Spiel einmal. Jo, da sind wir im schönen Ladebildschirm. Man sieht, das sieht schön aus. Ja, hier steht dann schon schön, dass man da auch gucken sollte, dass man seine Dingens, wie heißt es, Autobahn, die direkt zum Grundstück führt, was man hat sozusagen, anbindet. Ja, ich merke gerade, wir haben ein technisches Problem hier in dem Spiel. Und zwar ist es so, dass wohl immer die Musik nicht so ganz so toll läuft. Man hört gerade, dass die irgendwie eine falsche Geschwindigkeit hat. Okay, das passiert wohl hier schon mal, wenn man ein Linux-System am Laufen hat, wo es drauf läuft. Das heißt, ich muss gleich nochmal in die Optionen rein. Nach einer gewissen Zeit läuft es dann ja auch mit dem Ton. So, was war? Leertaste kann man Pause machen. Das machen wir mal als erstes. Dann drücken wir mal Escape. Dann gehe ich nochmal in die Optionen rein. In die Audio-Geschichte und mach die Musik mal aus. Ich hoffe, das war nur die Musik und nichts anderes. Und Spiel fortsetzen. So, Pause ist ganz gut. Dann können wir mal gerade hier reingucken. Bauen Sie Straßen zur Erweiterung Ihrer Stadt. Wählen Sie einen Straßentyp und ziehen Sie eine Straße, indem Sie mit der linken Maustaste einen Anfang und Endpunkt festlegen. Wählen Sie den Bau einer Straße per Klick mit der rechten Maustaste. Ja, okay. Das ist gut. Dann machen wir das mal zu. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken hier, wie es hier so aussieht auf unserer Karte. Also wir haben ja definitiv schon mal Wasser. Das heißt, unser Reiterfurt ist auch gut so. Ich komme da oben aber nicht weiter hin. Das liegt daran, dass unsere Karte nur so ein Stück ist wahrscheinlich. Mit dem Mausrad oder ZX können Sie die Ansicht vergrößern und verkleinern. Mausrad haben wir nicht, also Z und X. Ah ja. Aber X, Z ist klar, ist da, Z geht nicht, X geht auch nicht, es geht nur Z. Interessant. Also hier sehen wir mal unsere Karte. Das da rundherum können wir, glaube ich, noch irgendwie dazu kaufen oder so, weiß ich jetzt nicht. BRSD ist übrigens hier die Verbindung und, ja, Kamera zoomen. Ja. Ah, doch, X geht jetzt komischerweise doch. Und was ist mit Z? Z geht auch. Z, X. Rein und raus zoomen. Y ist eine Übersicht dann. Gut, wunderbar. Hier oben steht noch was Schickes. Sherpa. Hallo, hier ist Sherpa. Behalten Sie im Auge über das, was sich Ihr Bürger unterhalten und was sich sonst so auf der Welt zuträgt. You found me. Super. Prima. Ja, die mittlere Maustaste soll ich gedrückt halten, die ich jetzt nicht habe, weil ich eine Marble-Maus habe. Keine Ahnung. Kann man rotieren, ist das. Das ist nicht rotieren, sondern das ist rotieren. Das kann man auch mit Q und E machen, alles klar. Ja, was ich gut finde, dass wir den Eingang hier zu unserem Grundstück hier so in der Ecke haben. Das finde ich schon mal gut. Ich würde es dann gerne mal so rotieren. Aha. Und wie geht das wieder rückwärts? Das ist schade, ne? Da
dass das nicht geht. Das ist ja richtig doof jetzt hier, ne? Mit R konnte ich raus. Und wie komme ich wieder zurück? B ist irgendwas, weiß ich nicht was. Das klickt auf jeden Fall. Ah. Nehme Z reinzoomen. Bauen Sie Straßen zur Erweiterung Ihrer Stadt? Ja, das weiß ich schon. Okay, dann fangen wir da erstmal an mit Straßenbau hier. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte Z. So, jetzt sind wir erstmal ein Stück weiter drin. Hier ist nochmal was. Das ist unser Zugang. Den ändern wir jetzt erstmal. So. Aber wir können nur diese Straße bauen, oder? Ja, sieht danach aus. Kreisverkehr geht auch noch nicht. Das heißt, ich würde ganz gerne diese Straße erstmal so bauen. Und so bauen. Dann sind die beiden schon mal verbunden. Wird einspurig auf zweispurig. Aha. Und dann möchte ich gerne hier weiterbauen. So, das gefällt mir jetzt ganz gut. Interessanterweise ist hier eine Gegenspur zur Autobahn auch schön, ne? Naja. Also die kommen jetzt von hier und kann keiner da reinfahren eigentlich, oder? Machen wir es so. So, am Ende einer Autobahn, was macht man da? Tja, ich würde jetzt mal sagen, irgendwie ein Industriegebiet oder sowas, ne? Das ist bestimmt hier Gebietsbegrenzung. Nee, X, ein bisschen raus, wollte ich zoomen. So, ich denke mal hier. Und da. Machen wir erstmal Spiel angehalten. Das Spiel ist ja angehalten. Über die Spielgeschwindigkeit oder über die Taste Leertaste können Sie das Spiel anhalten und fortsetzen. Machen wir das doch mal, ne? Macht er schon? Ja, macht er schon. Spielgeschwindigkeit ist, glaube ich, langsam. Da ist ja nur ein Pfeil aktiv, dann passt das schon, ne? Okay, Gebietsbegrenzung gibt's auch. So, das ist ja schon mal was ganz Interessantes. Ich möchte jetzt aber definitiv noch mehr Straße haben. Und zwar hier hoch. Wo ist denn das Wasser? Das ist ganz oben. Ach, da unten ist das Wasser. Ja, wie machen wir das? Gute Frage, ne? Dann machen wir jetzt einfach hier eine Straße, die am Ende ist und... Ach, guck mal, da gibt's ja auch schon was anderes. Gibt's auch schon mehr Spur? Ach, guck mal, jetzt kann ich auch vierspurig bauen. Das ist ja auch nett, ne? Ort ist bereits belegt. Entfernung zu niedrig steht da. Ach so, dann würde diese Straße jetzt vierspurig werden. Gut, dann lassen wir das jetzt mal. Wir spielen weiter mit unserer kleinen Straße. Tja. Ich denke mal, so ist schon ganz gut. Eine Querstraße hier hin. So, das ist doch schon mal ein Anfang, oder? Hier ist unser Stadtzentrum, in Anführungsstrichen. Wie kann ich das denn, dass der das biegt? Kann ich nur machen so. Auch doof, ne? So, Entfernung zu gering. Jetzt könnte ich sie hier so machen, die Straße. Okay, lassen wir erstmal so.
Spezialwerkzeuge soll ich mir angucken. Gebogene Straße. Ah, alles klar. Das ist ja nett, ne? Tja. Eine Hochstraße kann man auch bauen. Sehr schön. Gut, das lassen wir jetzt. Das ist unser Zentrum. Da bauen wir jetzt erstmal Häuser hin. Nee, da keine Häuser hin, weil da ist ja Dingens, sag schon, unser Zentrum. Das will ich nicht so. Ich will das anders haben. Ich will das so haben. Das ist aber so klein, dann nehme ich es lieber größer. Hier am Wasser hätte ich gerne ein paar Wohnhäuser. Das sieht doch schon mal schick aus. So, da können die wohnen. Hier ist natürlich Geschäftsbereich. Ist klar, an so einer Kreuzung. Da ist es gut mit Geschäften. Und auf der anderen Seite natürlich auch. So, das lassen wir mal so. Wirtschaftsfenster auch eingeschaltet. Okay. Oh, wir brauchen Strom und Wasser auch noch. Gut, dann müssen wir uns da mal drum kümmern, ne? Strom. Da wird Strom gebraucht. Boah, das geht so schnell, ne? Strommasten, Windrad, was haben wir hier? Ein Kohlekraftwerk. Das macht natürlich richtig Dreck. Fangen wir erstmal mit so Windkraft an, oder? 4 Megawatt. Ah, die dunklen Stellen sind dann Berge. Oder windreiche Gegenden, wie sollte man das nennen? Machen wir doch da erstmal ein Windrad hin. Erstes Windrad wurde gebaut. So. Was ist das hier für ein Zeichen? Egal. Da machen wir noch ein paar Häuschen hin. Oh. Kann ich das wieder löschen? Ja, kann ich. Und zwar damit. Da wollte ich Wohnhäuser hinmachen. So, da sollte ja jetzt was passieren, oder? Wasser brauchen wir natürlich auch noch. Wasser. Gut. Hier ist unser Wasser und das fließt in die Richtung. Das heißt, wir holen mal hier frisches Wasser. Wasserpumpenstation. Machen wir dahin. Und das ist Abwasserrohr. Okay, das machen wir direkt an der Grenze, ne? So, da müssen wir noch Leitungen haben. Bis hierhin machen wir mal eine Wasserleitung. Ich weiß jetzt gar nicht, müssen wir das anschließen? Sieht wohl so aus. Ach, das sind zwei Leitungssysteme, alles klar. Das heißt, das Abwasser fließt da genauso hin wie das Zuwasser. Das Frischwasser. So, und hier unten haben wir ja auch schon was gebaut. So, Wasser sollte der doch jetzt auch kriegen, oder? Ja, dann brauchen wir nur noch Strom. So, müsste jetzt auch klappen, oder? Sollte funktionieren. Gut,
Wir haben eine Industriefläche, die ein bisschen klein ist, aber können die auf der Seite noch vergrößern. So direkt an der Autobahn, transportmäßig, ist klar. Oh, wir haben schon 121 Einwohner und davon sind 35 sogar happy. Wir haben da Wohnbereich, das sieht doch auch gut aus. Da unten am Wasser haben wir Wohnbereich, allerdings haben wir hier überhaupt keinen Strom. Dann würde ich mal sagen, machen wir das mal ganz einfach hier alles grün. Dann werden doch da bestimmt Häuser hinkommen, ne? Ah, guck mal an, wenn ich einen Rechtsklick mache, geht das weg. Gut, dann machen wir das da schnell wieder hin. Und gerade zueinander passt. Oh, jetzt habe ich das wieder weggemacht, weil ich wieder rechts geklickt habe. Okay. Alles prima. Gut, das war unser erstes im Endeffekt, würde ich sagen. Wenn da ganz viele jetzt noch hinziehen, dann geht der Strom da auch rüber. Ich glaube, hier unten passt's, oder? Ja, sieht gut aus. Wasseranschluss ist da, alles ist da. Dann würde ich sagen, soll es auch für die erste Folge reichen. Obwohl, komm, ich mache noch gerade ein bisschen Strom. Das ist mir doch noch spielentscheidend hier. Ich mach's mal so. So, das sollte funktionieren eigentlich. Ah, das Abwasserwerk braucht auch noch Strom. Dann müssen wir das so machen. Gut. Ja, wenn man irgendwo draufklickt, kriegt man mehrere Informationen. Das ist auch schön, ne? Gut. Hier unten sind schon ganz viele Autos, ne? Gut. Okay. Wie kann ich denn nur was angucken, ohne dass ich was baue? Tja. Ach, guck mal an, da. Meilensteine gibt's noch nicht. Ah, jetzt. Jetzt kann ich dieses Auto anklicken. Ein SUV ist das. Geparkt. Amanda Hunter. Oh, und die ist schon ganz mies drauf. Okay, machen wir schnell Ende. Okay, ich sag mal, fürs Erste haben wir was geschafft. Hier wächst was, da wächst was. Wer weiß, wie sich alles entwickelt. Müssen wir mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.